Jo Leute, was geht und willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar heute spielen wir GTA RP und das ist das erste Mal, dass ich GTA RP spiele. Und deswegen stelle ich euch heute erstmal den Server vor und wie ihr da drauf kommen könnt und in meine Familie beitreten könnt. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Wenn ihr euch nun für Grand Theft registrieren wollt, klickt ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr auf diese Webseite, wo ihr die Server auswählen könnt. Wir wählen einen deutschen Server aus, in dem Fall den German 2 Server, welchen ich euch auch empfehlen würde, weil das ist der beste Server. Klickt ihr einfach German 2 an und dann auf Proceed. Hier angekommen, createt ihr euch den Account mit eurer E-Mail und einem Passwort. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ich denke, ihr wisst, wie man ein Passwort und eine E-Mail-Adresse vergibt und deswegen gehen wir direkt weiter. Nachdem ihr euch dann eine E-Mail und ein Passwort vergeben habt, kommt ihr auf diese Webseite. Hier erstellt ihr euch eure Person. In dem Fall müsst ihr einen Vornamen und einen Nachnamen eingeben. Dann machen wir aber Kevin und dann hier Kurt. Keine Ahnung. Direkt, ich bin kein Roboter machen und dann zur Registration weitergehen. Nachdem ihr euch dann registriert habt, kommt ihr auf diese Webseite. Hier klickt ihr dann auf Download Launcher und Start Playing. Wenn das Programm dann heruntergeladen ist, installiert ihr das Programm wie jedes andere Programm auf eurem PC auch. Das brauche ich euch, denke ich, mal nicht erklären. Und dann öffnet ihr das Programm und dann seht ihr Folgendes. Hier haben wir die verschiedenen deutschen Server zur Auswahl, wofür wir uns registriert haben, beziehungsweise wir haben uns explizit für Server 2 registriert. Deswegen spielen wir auch nur auf Server 2, wie ich es euch auch empfehlen würde. Dann klickt ihr einfach Server 2 an und dann auf Spielen. Ganz wichtig ist natürlich, ihr braucht ein lizenziertes GTA, um das Ganze starten zu können. Das Ganze könnt ihr euch bei Steam oder Rockstar Games oder wo auch immer gekauft haben. Das Ganze muss auf eurem PC installiert sein und auf dem neuesten Stand sein und dann funktioniert das Ganze. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen rein. Nachdem ihr dann das Spiel über den Launcher gestartet habt, kommt ihr in dieses Anmeldemenü. Hier meldet ihr euch mit dem Passwort und der E-Mail-Adresse ein, wo ihr euch gerade auf der Website registriert habt. Nachdem ihr euch dann mit eurer E-Mail und eurem Passwort erfolgreich angemeldet habt, kommt ihr in dieses Auswahlmenü. Hier wählt ihr euer Geschlecht aus, wir nehmen in diesem Fall mal den Mann. Als nächstes könnt ihr eure Ähnlichkeit von eurem Charakter auswählen, wir machen das einfach mal zufällig und gehen weiter. Als nächstes könnt ihr verschiedene Gesichtsmerkmale auswählen, das machen wir auch zufällig und genau. Als vierten Punkt könnt ihr dann das Aussehen des Charakters anpassen. Das machen wir auch alles zufällig und somit gehen wir weiter. Nachdem ihr euren Charakter dann erfolgreich erstellt habt, spawnt ihr in diesem Hotelzimmer. Wenn ihr gerade ausläuft, kommt ihr direkt aus dem Hotelzimmer raus und könnt dann hier über diese Tür in diesen Flur gelangen. Nachdem ihr dann jetzt im Flur seid, lauft ihr einfach mal in die Richtung und dann ab zum Aufzug. In diesem Menü wählt ihr dann Lobby zum Ausgang des Hotels. Wenn ihr dann hier unten angekommen seid, geht ihr direkt zu dieser Rezeptionistin, zu Olivia Johnson und interagiert mit ihr. In diesem Menü wählt ihr dann erstmal, ich möchte mit meiner Familie in Kontakt treten. In diesem Menü sucht ihr erstmal nach Pascal und tretet direkt meiner Familie bei. Nun seid ihr startklar und könnt direkt aus der Hotellobby rausgehen. Als nächstes begebt ihr euch zu dieser guten Frau hier vorne und holt euch erstmal euren Roller. Mit Control könnt ihr den Roller starten und dann direkt zu der Führerscheinstelle losfahren. Die Führerscheinstelle findet ihr auf der Map, die man über ESC erreichen kann, hier unten bei diesem kleinen Namensschild mit diesem blauen Männchen. Das markiert ihr dann und dann geht's direkt los zur Führerscheinstelle, wo ihr kostenlos euren Führerschein machen könnt. Nachdem ihr dann erfolgreich bei der Führerscheinstelle angekommen seid, steigt ihr unten vor diesem kleinen Häuschen aus und geht direkt zu dem werten Bediensteten. Ihr sprecht die Will Ryder an und fragt ihn, ich möchte meinen Führerschein machen. Dann kann man direkt sagen weiter und wird direkt in ein Auto gesetzt und kann direkt mit Control wieder das ganze Ding starten und losfahren. Jetzt müssen wir hier den verschiedenen Punkten folgen, um unseren Führerschein abzuschließen. Eigentlich könnt ihr bei der Führerscheingeschichte nicht viel falsch machen. Ihr müsst einfach nur die blauen Punkte treffen und dann wieder zu der Führerscheinstelle zurückfinden. Das ist eigentlich nicht wirklich schwer. Manchmal stellt man sich aber ein bisschen blöd an und verpasst auszusehen
oh Gott, die verschiedenen Punkte oder wird hier fast von irgendwelchen Leuten zu Tode gerammt. Das kann natürlich auch manchmal passieren, dann stirbt man alle einfach, das ist auch okay. Nein, Spaß. Jetzt fahren wir hier noch... Ah, oh, fuck, jetzt... Oh. Prüfung direkt mal gerammt, stark. Jetzt war eben noch der letzte... Hey, Bro! Junge, fick dich! So, direkt den nächsten Punkt eingesammelt und jetzt geht's wieder ab zu der Führerscheinstelle zurück. Nun habt ihr eure Prüfung geschafft und habt euren Führerschein erhalten. Diesen seht ihr auch nochmal per i in eurem Inventar. Da seht ihr einmal das gute Stück und ja, wir haben es geschafft. Nachdem ihr euren Führerschein erfolgreich bestanden habt, könnt ihr versuchen, durch verschiedene Wege Geld zu verdienen. Am einfachsten geht das über das Menü M, dann unter meinen Jobs und dann könnt ihr hier verschiedene Jobs auswählen. Zum Beispiel könnten wir jetzt den Taxifahrer-Job machen, wo wir dann hier den Taxipark 1 mal auswählen könnten. Den sehen wir dann, dass er auf der Karte markiert wurde. Das ist jetzt von unserer Location ein bisschen weit weg, deswegen machen wir das jetzt nicht. Aber zum Beispiel durch sowas könntet ihr Geld verdienen, wodurch ihr dann Klamotten, Autos, Häuser und was auch immer, was ihr alles braucht, wie Waffen und so weiter kaufen könnt. Wenn ihr dann doch irgendwie an Geld gekommen seid, ohne vielleicht viel zu machen und direkt Geld für ein Auto übrig habt, geht ihr direkt zum Autohaus und sprecht den guten Steve an. Der zeigt euch dann, was es heute im Angebot gibt und dann habt ihr verschiedene Kategorien an Autos. Zum Beispiel die exklusiven Autos, Abholungsautos, Fachautos und so weiter. Ihr könnt hier einfach mal selber durchschauen, ihr seht, die Preise für die Autos sind schon ein bisschen höher, aber ich denke mal, dass man da schon relativ gut rankommt und dann könnt ihr euch euer Auto nach Wahl nach Hause bestellen. Wenn ihr nun euer Auto gekauft habt, fahrt ihr direkt damit zum Immobilienmakler. Das Ganze ist ziemlich weit links gesehen auf der Karte und ihr fahrt direkt vor die Haustür, parkt vor der Haustür, wie das ein richtig reicher Mann natürlich macht, der sich alles kaufen kann. Daraufhin steppt ihr in das Maklerbüro rein und geht zu Abigail Realtor und sprecht sie an. Wir fragen sie direkt, was sie hat und wir sehen, sie hat ziemlich viel im Angebot. 425 Häuser sind momentan zu verkaufen. Die Häuser haben verschiedene Sterne, zum Beispiel das Haus hat nur einen Stern, kostet dementsprechend auch nur 200.000. Über die Tasten hier unten könnt ihr dann durch die ganzen Häuser durchskippen und gucken, was euch gefällt. Zum Beispiel haben wir jetzt das Haus 639, was uns gefallen würde, wollen auf Kauf klicken, sehen, ach, wir müssen das über die Auktions-App machen. Das Ganze macht ihr, indem ihr über die Taste K das Handy öffnet und dann auf Auktion klickt. Hier seht ihr nun, dass verschiedene Häuser zum Auktionspreis angeboten werden. Zum Beispiel dieses Haus kostet 12 Millionen Euro. Beziehungsweise Dollar und wird um 20.30 Uhr versteigert. Jetzt können wir zum Beispiel ein Gebot setzen, wollen wir aber nicht machen, weil wir das Haus nicht kaufen wollen. Aber so könnt ihr euch dann eure Immobilie kaufen. Ich denke mal, ihr seht schon, die Möglichkeiten, was ihr auf diesem Server machen könnt, sind wirklich unbegrenzt und ihr könnt wirklich alles mit eurem Geld anstellen und was ihr machen wollt. Ich denke mal, das Einfachste ist, wenn ihr das Ganze selbst ausprobiert und über den Link in meiner Videobeschreibung euch registriert und auf den Server DE02 joint und in meine Familie Pascal eintretet. In Zukunft werdet ihr euch auf jeden Fall auf mehr Roleplay-Videos von mir freuen können und ich bin wirklich gehypt und habe Bock auf das Ganze. Ich habe das zwar noch nie vorher gemacht, aber ich bin wirklich hyped und mir macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.